Die beiden ersten Fieldstudien sind entstanden mittendrin in der Pandemie, beziehungsweise zu Beginn und mittendrin. Jetzt haben wir eine dritte Studie, in der kritisch hinterfragt wurde, was ist eigentlich auf der mehr persönlichen Ebene der Menschen passiert? Wie sind Menschen individuell mit der Situation umgegangen und klargekommen? Naja, die ganzen anderen Umfragen, die auch viele jetzt hier gemacht haben, die sind super, aber die gehen eben immer klar, da nach der Methode vor, der Auswahl und dann klickst du und dann hat der dafür gestimmt. Aber in diesen Auswahldingern ist nicht alles das drin, was ich eigentlich sagen wollte. Ja? Oder das stimmt nicht ganz so für meinen Case und dann findet man nichts Passendes. Und das haben wir dann eigentlich übernommen, dass wir mit den Leuten in Tiefe gesprochen haben und gesagt haben, ja, wie war denn das wirklich? Welche Kurse? Was und warum? Und war das jetzt vielleicht, weil bei Ihnen der Kurs so groß war? Oder war das vielleicht, weil das Thema irgendwie digital nicht so doll lief? Oder was war es denn? Wir haben mit den Lehrenden die Interviews in der Prüfungszeit geführt und in den ersten 2 Wochen der Sommerferien. Online, also über Zoom. Und selbst in dieser zuerst sehr stressigen Zeit und dann in den ersten 2 Wochen, wo man vielleicht auch mal so einen echten Urlaub hätte haben können, haben die sich bis zu 2 Stunden Zeit genommen, um darüber mit uns zu sprechen und zu reflektieren. Und viele haben auch gesagt, dass sie das Gespräch mit uns an diesem Leitfaden entlang benutzt haben, um auch selbst so nochmal zu reflektieren, wie ist das eigentlich gelaufen, was war gut, wo war ich erfolgreich, wie kann ich daran weiterarbeiten. Was deutlich auch in den Interviews wurde, ist eben, dass man darunter auch gelitten hat. Also, dass es auch schwer war, sowohl für die Lehrenden wie auch für die Studierenden, sich da umzustellen. Also, wir müssen uns, denke ich, immer wieder bewusst machen, das war eine Phase, wo wir eigentlich in eine Situation kamen, in die ja auch nicht der Zielzustand ist. Wir wollen nicht lernen auf Distanz. Die quasi jetzt hat nur 4 Zoom-Semester erlebt haben. Ja, die Leute, für die ist die Hochschule nicht mal ein Platz, den sie sich irgendwie, also war da eigentlich nur einmal da und so. Ja? Und zweitens, also sind die mit ihren eigentlich Kommilitonen überhaupt nicht verbunden. Also ja, die hat man vielleicht mal in Zoom gesehen, aber so richtig Freundschaft oder was ist eigentlich nicht. Etwas, was man vielleicht ein bisschen verdrängt hat, dass doch einige auch abgehängt wurden und dass wir uns jetzt darum kümmern müssen, dass diejenigen, die nicht so gut online studieren können, die nicht so gut individuell lernen können, dass die jetzt wieder reingeholt werden müssen. Es ist vielen ja bekannt, dass wir ein großes Projekt gefördert durch die Stiftung Innovative Hochschullehre haben, New Educational Organization. Und es geht in dem Projekt genau darum, zurück an den Campus kommen und den Campus zu entdecken als Ort des sozialen Miteinanders. Und die Studie bestätigt letztendlich rückwirkend, dass wir mit diesem Projekt genau in der richtigen Richtung arbeiten.